Ja, hallo Freunde, da bin ich wieder und zwar heute werde ich euch zeigen, wie ihr das Ordner Windows.old loswerden könnt. Das ist ein Ordner, das auf der Partition C erstellt wird nach dem Windows Upgrade, zum Beispiel jetzt gerade von Windows 8 auf Windows 10 oder aber auch ja überhaupt, wenn ihr von Windows 7 auf Windows 8 upgradet oder ja, wie auch immer nach einem Upgrade, wie gesagt, wird dieses Ordner hier, was ich meine, ist das hier, Windows.world, ja, das ist die Vorgänger Windows Version, hier alles drin. Das passiert übrigens auch, also dieser Ordner wird erstellt nach einem PC Refresh, wenn ihr eure Rechner ja einmal diese Refresh-Option nutzt, unter Windows 8 ist das, glaube ich. Jedenfalls nimmt dieses Ordner hier ganz schön viel Platz weg. Hier auf der Festplatte ist heutzutage zwar auch nicht mehr so, aber da sind jetzt bei mir zum Beispiel immerhin 30 Gigabyte, ja, 30,7 Gigabyte. Den Ordner brauche ich nicht, den will ich löschen. Ja, viele von versuchen das mit dem hier rechte Maustaste, einfach mit der klassischen Methode hier und dann Delete. Das funktioniert nicht. Der versucht jetzt zwar und tut so, der berechnet und tut so, als ob er was löscht, aber da tut sich nichts, weil hier ist ja, geschützte Systemdateien drin sind und die werden dann nicht einfach so gelöscht. Ist vielleicht auch ganz gut. Ja, wie ihr seht, nachdem ich guck mal, ob das überhaupt kleiner geworden ist. Nein, 30,7 Gigabyte. Genau, also so einfach kann man das nicht löschen. Ja, viel schwieriger ist es aber auch nicht, wenn man weiß, wie viele benutzen irgendwelche Tools. Das muss nicht sein, dass wir irgendwelche Programme extra installieren, um das zu löschen hier oder irgendwelche Dateien da, die gelöscht werden mit Adminrechte. Wir benutzen einfach Windows eigene Bordmittel und zwar gehen wir hier auf unsere Partition C mit der rechten Maustaste und dann auf Eigenschaften. Und hier benutzen wir das Tool Disk Cleanup, ja, das von Windows. Hier sind ein paar ja, Dateien hier, die wir jetzt löschen können, die wir nicht mehr brauchen. Das ist jetzt das Ordner hier, die vorherige Windows-Version ist jetzt hier aber nicht dabei. Was ist denn das jetzt? Ja, dazu brauchen wir jetzt hier drauf zu klicken, Cleanup System Files. Und zwar wird das jetzt das Tool hier, das gleiche Tool, Disk Cleanup mit Adminrechte. Ausgeführt. Das dauert ein Moment, je nachdem. Genau. Jetzt haben wir wieder das gleiche Fenster hier, nur dass wir jetzt hier zum Beispiel hier, das ist das Previous Windows Installation, 33,7 Gigabyte. Ja, und okay, ein paar Sachen mehr hier. Windows Upgrade Log Files, das kann auch weg. Ich werde das jetzt mal vielleicht ja einfach nur das Ordner hier löschen, um vielleicht Zeit zu sparen. Das ist das hier, ja. Das ist vorherige Windows-Installation. Einfach den Haken hier davor setzen. Ja, und einfach auf Okay klicken. Hier werden wir nochmal ja wird nochmal nachgefragt, ob wir uns da sicher sind. Ja, sind wir.
If you clean up the preview installation, hier kommt noch eine Fehlermahnung, not longer available, bla. Wir können das nicht mehr, wir können kein Rollback mehr. Machen, ja, erstellen. Wir machen Yes einfach und jetzt wird das wahrscheinlich einen kleinen Moment dauern, bis das gelöscht wird. Da waren jetzt bei mir in dem Fall 33 GB. Und ist das Ordner hier auch weg. Und das mit dem, was vorhin in der, dieser Fahrtmeldung gemeint war, dass wir keinen Rollback mehr. Jetzt ist der irgendwie, okay, das nimmt jetzt ein bisschen, keinen Rollback mehr machen können. Das war jetzt das hier. Wir haben nach der Windows 10 Upgrade von Windows 8 auf Windows 10 hier bei dieser Funktion hier. Jetzt ist schon weg, weil ja, da gab es hier normalerweise noch eine Option. Da konnte man, ich glaube, das war einen Monat lang, hat man noch Zeit, wenn man möchte, dann hier per Mausklick einfach auf Windows, zum Windows 8 zurückzukehren oder zur vorherigen Version, ja. Die ist jetzt aber schon weg, weil ich mache mal jetzt ein bisschen Pause, um, damit das Video jetzt nicht ewig lang wird, bis das hier durch ist, und komme gleich wieder, wenn das hier gelöscht ist. So, da bin ich wieder. Das hat bei mir jetzt ungefähr so 4,5 Minuten gedauert. Das Fenster ist jetzt hier auch verschwunden und hoffentlich, okay, der Ordner ist jetzt zwar noch da, aber ich denke, wir können das jetzt, wir schauen mal rein und die ganze, alles was, genau, also hier sind einfach noch ein paar leere Ordner geblieben. Ich denke, wenn wir jetzt, wir können ja auch noch mal die große, ja, vergleichen. Das hat jetzt nur ein paar Ordner hier, 20 Ordner, aber keine Dateien mehr. Und dann können wir jetzt hoffentlich löschen. Okay, das wäre auch nicht. Okay. Ich dachte, dass der Ordner jetzt eigentlich alles mitgelöscht wird hier. Ist leider nicht der Fall. Versuch mal mit dem Ordner. Okay. Ich guck mal. Okay. Ich starte jetzt den Rechner einfach einmal neu. Und schau mal dann nach, ob das dann funktioniert. Ansonsten können wir ja einfach über die Kommandozeile mit dort Winrechte das löschen. Ich starte jetzt den Rechner einmal neu und bin gleich wieder da. So, ich habe mich jetzt einmal abgemeldet und wieder angemeldet und der Ordner lässt sich immer nicht löschen. Das ist dann aber, der ist aber jetzt wenigstens, wie gesagt, leer und nimmt keinen Platz mehr hier auf unserer Festplatte. Wir werden das aber trotzdem löschen jetzt, und zwar werden wir jetzt zu unserer Kommandozeile greifen und als Administrator ausführen. Und jetzt mal gucken, wo der. Ups, wo der Ordner musste jetzt, der ist hier irgendwie drinnen unter Windows. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Wir haben es gleich.
bin jetzt aber hier. Warte mal. Ach Gott, wo bin ich jetzt hier? Bin ich in. Warte, Windows Update. Nee, dann wir müssen eine Ebene höher, glaube ich. Genau. Jetzt haben wir den. Besser. Und zwar mit Remove Directory Win. Ich. So, Windows.old. Backslash, Backslash. Und Schuss. Und jetzt müssen wir jetzt alles einzeln durchschauen. Zack, der ist hartnäckig, der ist immer noch da. Der ist nicht leer. Okay, dann versuchen wir mal mit rekursiv. Nee, auch nicht. Okay. Okay, das geht dann auch nicht. Wir versuchen das jetzt mit dem Slash S. Oh ja, okay, genau, das klappt jetzt. Okay, das fällt jetzt hier. Ich habe das jetzt mit also Remove Directory slash S, das steht für rekursives Löschen. Das bedeutet, dass der ganze Baum, die ganze Unterverzeichnung mitgelöscht werden. Die Kommandozeile hier habe ich als, also ich mache nochmal das Befehl hier. Und zwar Kommandozeile hier als Administrator ausführen, dann zum Verzeichnis hier zum dem, auf dem C navigieren und dann einfach mit dem rd minus slash s windows.old backslash backslash und Schuss und jetzt ist der Ordner hier endlich weg. Ja, das war, ich dachte, das geht einfacher, aber okay, nun sind wir jetzt losgeworden und wir haben jetzt unsere Festplatte. Ich habe jetzt zum Beispiel 33 GB mehr hier zur Verfügung. Freue mich. Ja, das war's schon. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und bis nächstes Mal. Ich esse nicht, aber ich kann Miam Miam machen. Miam 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 Miam.